Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Ich sitze hier gerade im Auto, warte auf Nico, weil er ist jetzt gerade zum Friseur gegangen. Wir werden jetzt gleich noch was lecker essen gehen. Ich müsste wahrscheinlich auch demnächst mal zum Friseur. Das ist jetzt so langsam, naja, nötig. Aber ich freue mich auch gleich aufs Essen. Wir werden wahrscheinlich zu einem Burgerladen wieder gehen. Ist irgendwie standardisiert in meinen Vlogs, dass ich immer wieder was essen gehe. Ich habe natürlich die Bewertung meines letzten Vlogs angeschaut, wie euch das gefällt, ob ich mehr reden soll oder nicht. Ich denke mal, viele haben ein Däumchen nach unten gezeigt, um damit auszudrücken, dass ich eben mehr reden sollte. Und ich denke mal, das werde ich auch hoffentlich hinkriegen, dass ich mehr erzähle. Ich habe einen Test bei YouTube gemacht, um meinen Bereich zu vergrößern, meine Zuschauer. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich dann einen Test auch noch bestanden habe und natürlich viel mehr gelernt habe. Zum Beispiel eine Infokarte, die ich einblenden kann und sonstiges wird mir dann eben da empfohlen. Ich habe 80% geschafft, bin glücklich, habe ein Zertifikat bekommen und hoffe, dass natürlich das auch ich alles anwenden kann, was ich da gelernt habe. Natürlich vergisst man einiges auch nach der Zeit, aber ich warte jetzt erstmal ein bisschen. Ich bin jetzt gerade noch im Auto und ja. Ich bin jetzt nicht so der Pokémon Go Zocker, aber ich denke mal ein bisschen hier nebenbei. Ich habe gesehen, zwei Spots sind hier. Bin jetzt gerade nicht so hoch des Levels, aber ich denke mal, ich kann es vielleicht steigern. Bin jetzt aber auch nicht so der Süchtige, der sagen muss, ich muss jede Zeit damit spielen. Ich mache es nur ab und zu, wenn es wirklich langweilig ist, dann hole ich mein Handy raus und spiele dann ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal, bis Nico fähig ist. Wir waren gerade essen in Billy the Kitsch. Lecker. Karottenpommes gab es da. Geschmackssache. Fand ich aber auch irgendwie gar nicht so schlecht. Und wie man auch an mir sieht, waren wir auch kurz einkaufen. Bei Zara. Product Placement. Nein, wenn ich Product Placement mache, dann richte ich euch das auch aus. Das ist so fair bin ich. Nein, wir gehen jetzt zum Auto und ihr habt ein bisschen was von Hamburg gesehen. Wir waren gerade noch im Rathaus ein bisschen drin. Nico hat mir das gezeigt, der Hamburger Junge. Auf den musste ich über eine Stunde warten beim Friseur, weil er wirklich sehr, sehr schwieriger Kandidat da ist beim Friseur. Nein, alles gut. Wir gehen jetzt zum Auto und gucken mal, wo wir uns dann noch hinsetzen können. Wir wollen irgendwie an die Elbe oder so und dann sehen wir uns da. Wir sind jetzt entspannt an der Marco Polo Terrasse, haben uns was Leckeres gegönnt. Hai vom Nachbarn mal bekommen, das schmeckt richtig lecker. Und mal gucken, ob es mit einer Hand geht. Mal. Geht doch. Prost. Schmeckt super lecker. Also hier sind wir ziemlich oft immer, weil ich finde die Hafen City eigentlich ein cooler, chilliger Ort an der Elbe, wo man viel eben erleben kann. War mir aber meinem Lieblings-Edeka, seitdem ich den kenne, bin ich immer da. Und wie stabil ist die Gabel? Sehr stabil. Ich glaube nicht, dass du bis nach unten kommst damit. Ich bin ja, jede Woche würde ich jetzt nicht sagen, aber jede zweite Woche bin ich hier und es verändert sich immer weiter. Man sieht immer wieder neue Baustellen, neue Gebäude, die jetzt entstehen. Es soll ja bis 2020 geplant sein, hier alles fertig zu kriegen. Aber ich denke mal, so wie die Elbphilharmonie wird das ein bisschen sich hinzögern.
Ich bin nun zu Hause angekommen, ist ein neuer Tag angebrochen, weil es wurde doch ein bisschen später, als ich hier war. Dann ist es natürlich ein bisschen dunkler und das Licht, was ich hier drin habe, mein Wohnzimmer ist auch nicht gerade das Beste, um genügend Helligkeit zu haben wie am Tage. Ich wollte aber noch sagen, ja, ich hatte mir vorgenommen, mehr zu reden, aber wir müssen auch mal respektieren, Niku möchte nicht so gerne vor die Kamera und wenn man natürlich ein bisschen Spaß hat mit ihm und wir haben echt viel gelacht und so, wir müssen das natürlich respektieren, wenn er nicht so bei YouTube bekannt sein möchte, beziehungsweise in meinen Vlogs auftauchen möchte. Es kann sich vielleicht ändern, weiß ich nicht. Ich rede immer gut auf ihn ein, aber ist eben so. Und ich wollte aber zwei Sachen noch sagen. Einerseits möchtest du gerne, dass ich Pokémon Go intensiver betreibe. Es ist wirklich nur so ab und zu mal gucken, dass ich vielleicht einen Vlog mache, wie ich zum Beispiel Pokémons fange, rumlaufe und sonstiges. Gerne in die Kommentare schreiben. Aber jetzt kommt auch noch das Zweite, was ich fragen möchte, ist, ich möchte einmal im Monat ein bisschen mehr über mich erzählen und würde sagen, wenn du Fragen hast, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Unten ist aber auch der Link zu meinem Twitter-Account. Da kannst du gerne eine Frage stellen, @BennyKukula, #Q&A und ich werde wohl am nächsten Vlog dann die Fragen für euch beantworten. Und je mehr Fragen ihr stellt, desto länger wird wahrscheinlich der Vlog. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr wirklich Fragen stellt, die euch interessieren über mich. Und die würde ich dann beim nächsten Vlog dann erzählen. Und ihr könnt gerne alles fragen, was ihr wissen wollt. Ich werde aber wahrscheinlich auch danach irgendwann, wie gesagt, einmal im Monat ein persönliches Video machen. Wie zum Beispiel mein Equipment, was ich benutze. Schneideprogramm, wie meine Kamera ist. Aber auch zum Beispiel eine Roomtour zu Hause. Oder weiß ich nicht was noch, wo ich zur Schule ging oder so. Das wird sich natürlich in den nächsten Monaten dann irgendwann hinziehen. Aber wie gesagt, ich möchte einmal im Monat euch was bieten, euch was zeigen von mir, damit ihr einen kleinen Einblick in mein Leben bekommt. Denn ich denke, das ist nämlich fair für euch, dass ihr ein bisschen mehr über mich wisst. Aber wie gesagt, gerne Fragen unten rein oder bei Twitter, @BennyKukula, #Q&A. Ich werde es natürlich bei Twitter noch posten, beziehungsweise tweeten, so ist es ja da. Und hoffe, dass ich einige Fragen zusammenkriege, damit ich einen schönen Vlog für euch nächstes Mal machen kann. Und würde sagen, ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich werde jetzt den Vlog schneiden und sage ciao.